Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein Mount, was wir aus Patch 8.3 uns erspielen können. Und zwar hier den goldbraunen Nachtsäbler. Das ist dieses schicke Mount hier. Und den kriegen wir sowohl als Hordler als auch als Allianzler bei einem Händler. Als Allianzler müssten wir hier einmal nach Borallos auf die Koordinaten 66, 25. Und dann können wir hier mit der Versorgerin Starkschmied sprechen. Und die kennen wir ja schon, die verkauft uns einige Items für Dienstmedaillen. Und jetzt neben dem alten Mount auch ein neues Mount. Hier der goldbraune Nachtsäbler für 350 Dienstmedaillen. Wir haben aber einen kleinen Haken, wir müssen eine Voraussetzung erfüllen. Und zwar müssen wir einmal die Schlacht um die Dunkelküste im heroischen Schwierigkeitsgrad abschließen. Und dann haben wir erst Berechtigung, hier das Mount zu kaufen. Als Allianzler stand heute... Das haben wir 24. Kann man das noch nicht machen? Ich habe das Mount trotzdem, denn ich habe natürlich auch einen Hordenschar. Und dieser Hordenschar, mit dem habe ich einmal die Schlacht schon gespielt. Horde hat da ein bisschen früher die Voraussetzung und dementsprechend, wenn wir jetzt hier beim Händler gucken, konnte ich mir das schon kaufen und kann das auch auf Allianz benutzen. Also ganz easy. Hier ist der Händler einmal in Dazar'alor und zwar hier ganz unten, wie ihr seht, auf den Koordinaten 51, 94. Und da können wir ihn auch kaufen, auch für 300 Münzen, aber hier Dienstmedaillen der Eidgebundenen. Das war's. Das Video wird wahrscheinlich erst in ein paar Tage rauskommen. Vielleicht kann da die Allianz dann dementsprechend auch schon die Warfront spielen. Dann könnt ihr euch ein 460er-Item holen und noch ein schickes Mount dazu. Die Medaillen müssten ja die meisten noch rumliegen haben. So war es zumindest bei mir. Ja, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr Bock habt, ich bin auch am Streamen. Auf Twitch unter Tela_Guides einfach mal vorbeischauen, ist unten auch verlinkt. Würde mich freuen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.